Es wurde mal wieder gepatcht hier in RF4 und es gab viele Veränderungen, die das Game betreffen, viele Veränderungen, die auch uns Spieler betreffen in unserem Spielverhalten. Ja, die gravierendste Änderung im Spielverhalten ist exakt diese hier. Das Spammen der R-Taste ist nicht mehr notwendig oder gar nicht mehr vorhanden, denn wir haben hier die Anzeige, dass der Fisch nun gehakt ist und die R-Taste ist weg. Ich bin sehr gespannt, wie viele Monate lang ich immer noch automatisch die R-Taste spammen werde, wenn denn dann der Fisch reingeht oder beim Spinning, jetzt geht's schon los, klick, klick. Werde ich es irgendwann vermissen? Ich weiß es noch nicht. Es wurde einiges gepatcht. Unter anderem wurde auch das hier gepatcht. Also das Angeln mit Winkelpickerrouten. Es gab einige Veränderungen von Routen im Allgemeinen, damit sie fürs aktuelle Game, für die Game-Entwicklung, die ja immer weitergeht, die sollen einfach sinnvoller sein, die Routen. Es gab ganz, ganz viele Routen, die einfach nicht mehr auf dem aktuellen Stand oder dem neuesten Stand der Dinge waren und mittlerweile einfach nicht mehr wirklich zu gebrauchen waren, weil sie einfach zu weich waren. Und ja, da hat sich jetzt ein bisschen was getan. Und wir gucken uns vielleicht einfach mal die Patch Notes im Großen und Ganzen an. Also, ganz wichtig eben auch für Spieler, die das Game gerne mal wieder minimieren. Die FPS im Hintergrund kann man jetzt limitieren. Das heißt, wenn man hier in die Einstellung geht, das wahrscheinlich hier dann in den Fenstermodus dann einstellt und man tappt dann raus, kann man das einstellen mit den FPS. Hier ist das schon drin, Begrenzung der FPS. Also das ist natürlich schon mal praktisch und mit Sicherheit auch. Ja, wenn man einen nicht ganz so starken Rechner hat, wenn man da vielleicht ein bisschen runtergehen will oder muss, dann ist das doch gar nicht mal so verkehrt. Also da haben wir schon mal eine neue Einstellungsmöglichkeit. Es wurde eine optische Bissanzeige integriert, genau. Das eben jetzt auch beim Meeresangeln. Da ist es natürlich auch nochmal ganz besonders interessant. Das heißt, wenn man da beim Pilken die ganze Zeit ist, so auf 15 Meter, 30 Meter und auf einmal kommt da der Anschlag, zack, dann hat man eben da jetzt auch die Anzeige. Ich fand das beim Pilken tatsächlich gar nicht so schwierig zu erkennen, weil ja auch die Reaktion dann eine andere war. Sobald der Biss war, ging die Pilkroute nicht wie normal im Pilk rauf und runter, sondern auf einmal ging die vielleicht heftiger, also diesen Biss, den hat man sowieso irgendwie schon ganz gut gemerkt. Natürlich war aber auch das Spammen der R-Taste immer noch mit dabei, absolut. War es aber auch bei jedem anderen Angeln, also bei mir war das einfach fester Bestandteil beim Spinning. Immer wieder kurz testen, kam da der Einschlag oder nicht. Naja, jetzt sehen wir es. Macht das Ganze deutlich entspannter. Zack, man hat sofort diese Meldung, ist der Fisch dran oder nicht. Ich bin hier jetzt gleich nochmal sehr gespannt. Vielleicht geht ja nebenbei gleich nochmal eine Muschel rein. Die sind ja manchmal sehr tricky. Die ziehen ja schon mal ab. Und naja, man hat dann lange nicht diese Meldung gehabt, dass der Fisch dann auch wirklich gehakt hat oder eben nicht. Und ja, da bin ich sehr gespannt, ob sich da was... Naja, beim Haken wird sich das ja nicht viel geändert haben. Das heißt, man muss wahrscheinlich dann genauso auch in diese Flucht der Muschel einfach nochmal reinkurbeln, so ein bisschen, und versuchen, die dann doch noch zu haken. Gucken wir, vielleicht passiert das ja hier gleich. Ja, was wurde noch geändert? Beim Schleppen wurde noch was geändert. Ja, und das ist eine Sache, die ja eigentlich schon im Game integriert war, aber offenbar noch nicht so wirklich funktioniert hat, beziehungsweise immer noch... ja, gut einfach ausgenutzt werden konnte. Das heißt, man konnte wohl schleppen direkt in Bootsnähe. Und das ist wohl jetzt nicht mehr wirklich möglich. Das heißt, man muss, es gibt ja auch in den Infos zum Game, ich meine, es waren mindestens 10 Meter Abstand, die man also quasi rauswerfen musste beim Schleppen.
Und wenn man sich das jetzt vielleicht überlegt, sogar noch, man wirft aus, man geht in den Clip vielleicht, man macht sich einen Clip von 10 Meter, dann kommt man aber ja durch die Tauchtiefe vielleicht ja nochmal ein bisschen näher ran ans Boot. Vielleicht da einfach nochmal auf Nummer sicher gehen, 10, 15 Meter auswerfen, so als Minimum. Und dann das Schleppen nochmal weiter testen. Denn dieses ganz nahe Schleppen jetzt soll wohl gar nicht mehr funktionieren. Genau, dann eine zusätzliche Anpassung der Parameter der physikalischen Modelle der Routen. Das ist eben auch so ein Dingen. Und da sind eben einige Routen dabei gewesen, die eben auch so super weich waren, die man eben gar nicht mehr so richtig nutzen konnte. Ne? Zum Beispiel eine der ersten Weltrouten, die Barracuda ja zum Beispiel, die war ja auch immer so wahnsinnig weich. Und dass die jetzt einfach mal so ein bisschen mehr Power drin haben, da gucken wir doch mal direkt in den Shop rein. Von der Power her tatsächlich keine Veränderung her. Ja, das sind hier die Straffen, die auch ordentlich Power haben. Und hier wurde es auch so, oder hier ist es zumindest so, dass die dann halt rein optisch sich nicht einmal komplett im Kreis drehen, weil die so gummiweich sind, sondern wohl einfach ein bisschen straffer aussehen sollen. Einfach, dass die Physik der Modelle oder die Physik der Routen einfach auch wieder so ein bisschen besser aussieht. Dann wurden Routenserien komplett auch noch verbessert und verstärkt. Und zwar Heavy Creek als Serie. Das ist natürlich jetzt ein tricky, das ist natürlich jetzt schwierig nachzuvollziehen. Wie war es vorher, wie war es danach oder wie ist es jetzt? Gucken wir mal eben nach den Heavy Creek und vor allem, was wurde da verändert? Da haben wir die Heavy Creek Armada. Vielleicht haben wir da, ich werde auch noch mal gucken, ob ich da irgendwelche Aufnahmen habe aus alten Streams, wo es um die Routen geht. Vielleicht gibt es da noch irgendwelche Listen und Infos und einen direkten Vergleich dazu. Aber im Großen und Ganzen ging es einfach darum, dass diese Routen insgesamt einfach ein bisschen sinnvoller sind fürs aktuelle Game, also für den aktuellen Stand des Games. Zum Beispiel auch West Hill Royal Picker, gestern noch von gesprochen, weil die eben ja auch eine hohe Tragfähigkeit haben und es gibt ja auch die Challenge, dass man eben einen 30 Kilo Fisch fängt auf Picker und Bonus EP jetzt ja auch noch drauf. Also es macht das Ganze hier nochmal deutlich interessanter, vielleicht gehe ich doch nochmal rein und gönne mir ein Set von den größeren Pickern mit den 10%. Ja, dann wurden einige Preise angepasst und da ist es das ist eine ganze Liste, also wirklich viele Routen, die dabei sind, die preislich reduziert worden sind, aber eben auch eine ganze andere Serie, die preislich erhöht worden ist. Das gleicht sich ziemlich, also von der Anzahl gleicht sich das ziemlich gut aus. Also da am besten mal reinschauen in die Patch Notes. Letzten Endes macht es aber ja auch jetzt auch keinen großen Unterschied mehr. Das, was man halt nutzt und was halt interessant ist, das werden wir uns demnächst im Detail nochmal angucken. Die Routen und die Rollen, die halt schon seit langem immer wichtig sind, auch da gucken wir natürlich rein. Aber davon habe ich bisher noch nichts gelesen. Also es sind jetzt alles keine Meta-Routen und Rollen, die man halt immer wieder ganz gerne verwendet, sondern doch eher ein paar seltenere Rollen und Routen, die da jetzt von betroffen sind, die vielleicht auch ein bisschen spezieller sind oder eben für spezielleres Angeln gedacht sind. Dann wurde das Durchschnittsgewicht der folgenden Fischarten erhöht, damit man einfach auch mal insgesamt, ja, Durchschnittsgewicht halt, ne? Eher mal einen maßigen Fisch fängt, aber auch vielleicht eher mal die Chance hat, eine Trophy zu fangen. Und zwar wurde das verändert bei Silberkarpfen. Auch richtig gut, ein richtig schwer zu fangender Fisch. Marmorkarpfen, auch da kann das jetzt richtig interessant werden, gerade so im Vergleich zum Wildkarpfenangeln. Aber auch das natürlich kampfstark und schwierig. Aber wenn da das Durchschnittsgewicht erhöht wurde, richtig gut. Kaspische Forelle. Wenn man so einen seltenen Fisch denn schon mal fängt, dass er denn dann wenigstens auch mal so ein bisschen mehr Speck an den Rippen hat. Also so ein bisschen mehr
dann auch einbringt, das ist doch auch sensationell. Das war hier so ein Muschelding jetzt gerade. Oder? Nee, noch nicht mal. Döbel. Aber eingekurbelt in der Flucht und es hat gehakt und das Zeichen war da. Na guck. Des Weiteren ist dann Schwarzmeer Kutum und Kutum mit dabei. Dann haben wir den schwarzen Büffelfisch, auch ein bisschen häufiger. Den Büffelfisch, die Aralbarbe, Seelaube, Schwarzmeerseelaube, Braschnikow-Hering, Kürbiskernbarsch, Ladogaseefältchen, Zwierfältchen und so weiter und so weiter. Ripusmarien, Zwergmarien, Zobel, Güster, Zope, Zerte, Kaulbarsch, Haselschläfer, Grundel, Steinschill. Also eine riesen Liste an Fischen, die es jetzt einfach vielleicht nochmal interessanter macht zu beangeln, weil das Durchschnittsgewicht höher ist, weil man vielleicht eher nochmal die Chance hat auf eine Trophy. Also ganz viele Fische, die man jetzt nochmal ganz gezielt angehen kann, um da vielleicht auch, ja, wie gesagt, höheres Durchschnittsgewicht, höherer Preis im Kescher, beim Verkaufen, also doch deutlich sinnvoller nochmal. Das Mindestgewicht der kaspischen Forelle wurde erhöht, auch schon mal gut. Durchschnittsgewicht der Schläfergrundel am Moskitosee wurde deutlich erhöht. Da wurden jetzt schon so viele Trophys gefangen. Also da kriegt man jetzt nochmal mehr und eher, ja, so ein bisschen bessere oder leichter die am Moskitosee die Schläfergrundeln raus. Da würde ich sagen, machen wir direkt mal einen Wettangeln drauf und gehen hier auf Trophyjagd auf Schläfergrundel. Dann haben wir bei den Saiblingen am Archipel, auch da wurde das Durchschnittsgewicht erhöht, okay. Dann wurde der Kabeljaubestand deutlich erhöht, das ist auch gut. Das ist das, was auch, das hatten wir auch vor Wochen schon als Thema im Stream, dass dieses Pilken, für mich ist halt Pilken und Kabeljau immer so ein One-Two-Punch, das war halt so ganz klar. Also wenn man sagt Pilken, man geht Pilken, dann war halt immer Kabeljau angesagt. Und es war so wenig Kabeljau im Nordmeer. Da bin ich jetzt gespannt, ob sich das jetzt deutlich bemerkbar macht. Also einfach mal wieder deutlich größere Bestände vom Kabeljau. Und dass man eben den häufiger drinne hat. Die Population des Heilbunds wurde reduziert. Okay. Okay. Zu dem Reduzieren soll der wohl zusätzlich auch noch einfach spezifischer zu fangen sein. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit eben, dass der einfach so beim Schleppen auf dem 34er auf der Sandbank einfach so reingeht und einem Low-Level-Angler sozusagen seine kleine Pilkrute komplett zerstört oder man einfach mal 30 Minuten in einem Drill ist für einen 20 Kilo Heilbutt. Also die Wahrscheinlichkeit soll wohl geringer sein. Das ist doch auch schon mal ganz gut. Das heißt also, man wird eben anfangs beim Meeresangeln nicht so hart gefordert. Man verjubelt nicht einfach mal 30 Minuten Zeit vom Bootsticket für einen Fisch, der dann gar nicht mal so viel Silber bringt, sondern ja, man hat eben mehr die Chance, viele kleine Fische in der Zeit weiterzufangen. Dann wurden Preise erhöht an den Fischmärkten. Ja, auch das hatten wir zuletzt nochmal als Thema, gerade hier jetzt wieder auch aufgezählt. Döbel zum Beispiel. Döbel manchmal einfach viel zu wenig, ne? Dann hat man da schon so einen schönen riesengroßen Döbel. Guck mal, ich hatte doch gerade noch einen gefangen hier mit 1-2 Kilo. Mal gucken, ob sich da schon was zeigt. Ja, schwer zu sagen. Wahrscheinlich sind auch die Anpassungen gar nicht so gewaltig, aber immer so Stück für Stück, je nach Größe des Fischs. Vielleicht sind hier jetzt 20 Cent drauf oder sowas. Und dann geht das halt bis hin zur Trophy, dass das dann doch alles insgesamt noch ein bisschen mehr wert ist. Stöbel, Steinschill, Kürbiskern auch schon wieder, Zwergmarine auch sehr praktisch, Schwarzmeer Kutum, schwarzer Büffelfisch Kutum, Aralbarbe, Silberkarpfen. Also die bringen auch zusätzlich nicht nur mehr Gewicht jetzt in den Kescher, auch da wurden die Preise nochmal angepasst. Die Anzahl der Erfahrungspunkte, die ein Spieler für den Fang der folgenden Fischarten erhält, wurde erhöht. Schläfergrundel, Tunguska Rotauge, Rotauge, Güster, Sichling, Stint, asiatischer Stint, Zwergmarine, kleine sibirische Marine, Flusskrebs, Zobel, Rotfeder, Ripusmarine, that's it. Also auch da wieder mehr XP, dass man quasi für die kleinen, für die Massenfische sozusagen so ein bisschen
mehr XP dann auch bekommt. Deutliche Erhöhung der Preise für Trophäen. Aha. Trophäen-Schwarmfische, also Fische, die man halt eher in größeren Mengen auch fängt oder leichter mal fängt. Folgende Fischarten wurden erhöht. Und zwar Zobel, Steinschill, Wobbler, Döbel, Güster. Oh, jetzt auf Güster nochmal wieder gehen. Sibirischer Hasel, Hasel, Kaulbarsch, Karausche, Giebel, das ist auch gut. Stichlinge aller Arten, Rotfedern. Dann wurde der Trophypreis für Schleie verbessert. Flussbarsch, Kürbiskernbarsch, Gründlinge aller Arten, Rotaugen, Tunguska, Rotaugen, Nasen, Ripusmaräne, Schläfergrunde, Zwerg. Also jede Menge. Maräne, kaspische Schwarzrücken, Tjulka-Sardine, Laube, Sichling, Seelaube, Aaland. Also da wurden die ganzen Trophypreise auch nochmal erhöht. Heftig. Das wird jetzt, oh, jetzt kommt nochmal ein ganz guter Part. Am Ladoga-See wurde die Effizienz des Posenangelns vom Land, vom Ufer aus gesteigert. Super interessant. Da werde ich mich auch direkt gleich mal hinbegeben. Und natürlich, die Spielwelt wurde zurückgesetzt. Es ist möglich, dass die Fische natürlich jetzt wieder andere Vorlieben haben, andere Ködervorlieben natürlich, andere Spots aufsuchen und so weiter und so weiter. Das heißt natürlich wieder suchen, suchen, suchen. Wow. Ja, wahnsinnig heftige Veränderung. Hört sich jetzt vielleicht gar nicht so dramatisch an, aber ich glaube, das ist etwas, was auch im gesamten Game super notwendig ist. Das Game wächst ja, wie gesagt, mit jedem Gewässer. Nicht nur von der Komplexität der verschiedenen Gewässer, sondern eben auch der Komplexität des gesamten Games. Und das, was halt alt ist, muss ja auch so Stück für Stück angepasst werden an den aktuellen Ist-Stand des Games. Ich glaube, das ist ganz gut gewesen hier, gerade mit der Veränderung der ganzen Routen, mit der Aktualisierung der Fische, zum einen vom Gewicht, zum anderen von den Preisen natürlich und von den zu erhaltenen XP-Punkten. Auch das ganz wichtig. Und eine Sache, die auch super interessant wird, es gibt jetzt einen Sinn da drin sozusagen, Winkelpicker zu holen. Man kann sich jetzt mit Winkelpickern vielleicht auch einfach ein bisschen pushen. 25%, es ist einfach, ja, so eine Art Leitangeln schon mal bei den Winkelpickern. Also so ein leichteres Angeln oder ein kleiner Bonus hier immerhin von 25% oder so ein Medium Light ist das ja, ne? Also so einen kleinen Bonus auf das Angeln hier mit den Winkelpicker-Routen. Ist das jetzt ein Grund, da drauf zu skillen? Ich glaube immer noch nicht. Also da kann man sich immer noch die Punkte auf jeden Fall sparen. Aber man kann gerne auch mal zwischendurch die Winkelpicker verwenden, um einfach nochmal gezielt auf kleine Fische zu gehen. Und dann, während man halt auf kleine Fische geht, trotz allem immer noch einen recht guten, ja, Durchschnittserfahrungswert dann hat. Also die XP-Punkte mit den plus 25%, das eben mit drei Routen gleichzeitig. Das lohnt dann doch schon, weil man eben einfach für jeden Fisch noch ein bisschen mehr Points bekommt. Ja, alles in allem ein ganz interessantes Ding, ganz interessanter Patch. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Game in Gänze auch noch weiterentwickelt. Na, ML Angelroute, hier unten haben wir es doch stehen. Also, Punkte als Basis plus Medium Light Angelroute, also die 25%. Klar, Premium und Happy Hour sind auch noch mit dabei. Schmeckt natürlich und somit macht das dann eben selbst beim Kaulbarschangeln auch noch Sinn und man kriegt ordentlich XP. Ja, so viel dazu. Ich bin gespannt, wie sich das Game noch weiterentwickelt. Ich glaube, da geht noch einiges und wir werden in Zukunft noch einiges sehen im Game. Schön, dass sich eben auch der Altbestand weiterentwickelt und weiter bearbeitet wird und nicht vergessen wird. Das ist richtig gut. Das heißt, man kann das Game tatsächlich oder man muss das Game tatsächlich immer auch wieder neu denken. Und es gibt immer wieder neue Ansätze, ob das im Low- und Mid-Level oder auch im Endgame ist.
wie man eben da rangeht und was man sich kauft und wie man auf Fische angelt. Also es bleibt spannend. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream, entweder auf YouTube oder auf Twitch, immer um 19 Uhr. Petri.